Sodele, liebe Community, da ist euer Maulwurf wieder. Mittlerweile hat Claudi auch ihre Tour hinter sich. Die müsste auch dann mittlerweile veröffentlicht sein. Ja, wir haben immer noch Sonntag bei dieser Aufnahme. Wir haben vor ein paar Stunden die Tour von Claudi gemacht. Aber dieses Video hier werde ich definitiv nach der Tour von Claudi veröffentlichen. Ist auch alles in Vorproduktion, weil ich ja, wie ihr wisst, zurzeit mit der Arbeit sehr im Stress bin und dadurch nicht so viel Zeit habe, nach der Arbeit zu zocken, außer am Wochenende für die Community Streams. Ich wollte eigentlich was anderes aufnehmen, für mich selber, heute Abend und auch für euch, aber ich habe noch was entdeckt. Und das, was ich entdeckt habe, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und zwar, wenn man auf Shuttle geht, bei Shuttle, also unter den Shuttle-Routen, da gibt es noch ein paar Haltestellen. Unter anderem haben wir hier noch Hoffenheim entdeckt. Da ist Hoffenheim. Und da möchte ich jetzt mal mit euch hinfahren. Von Sinsheim nach Hoffenheim. Wird nur eine ganz kleine Minitour, weil ich das entdeckt habe. Und ich werde dann die nächsten Tage wahrscheinlich nochmal eine Folge für euch aufnehmen. Und da wird es dann, könnt ihr euch schon drauf freuen, habe ich nämlich auch schon entdeckt. Hier gibt es noch das Treffhotel Panorama und Oberhof. Und hier gibt es dann noch den Leuna Schäm Park. Also das sind dann halt nochmal drei Haltestellen. Und mit der, die wir jetzt anfahren, habe ich vier neue Haltestellen entdeckt. Wir fahren aber jetzt tatsächlich nur die Babytour. Wirklich nur die Babytour. Weil danach muss ich schon ins Bett, weil es schon relativ spät ist und ich ja morgen auch wieder sehr früh aufstehen muss. Auch wenn das Video erst später veröffentlicht wird. Aber die kleine Babytour, die fahre ich jetzt noch. Wir fahren erstmal nach Hoffenheim. Was auch gut ist, so kann ich jetzt gleichzeitig noch einen kleinen Tipp euch auf die Reise geben. Für alle Leute, die nämlich dieses Spiel haben, den Fernbus-Simulator. Ihr müsst ja für eine Trophäe 1000 Routen fahren. Das ist eine der kürzesten Routen, die ich jetzt erstellt habe, weil diese Route hat in Anführungszeichen nur 15 Kilometer. Und weil sie so kurz ist, habe ich mir gedacht, tun wir sie auch mal zur Abwechslung mal wieder mit einem anderen Bus fahren, und zwar mit dem lautesten, den wir zwar im Repertoire haben. Wir nehmen mal den hier, unseren lautesten Bus. Einen von der spanischen Insel. Ihr wisst, von dem Tourist-Bus-Simulator Bus. Und ich würde sagen, wir nehmen hier diesen Machermann. Da hat er wieder nicht übernommen, doch jetzt. Und ich würde sagen, dann tun wir diese kleine Minitour jetzt einfach mal just for fun starten. Oh, Regen. Geil. So, dann würde ich sagen, erstmal auf nach Sinsheim, unsere Fahrgäste abholen, die bei dem Regenwetter hier keine Lust haben zu laufen. Wobei laufen, doch sind ja immerhin 15 Kilometer. Ne, die würde ich auch nicht laufen. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, es wird es nur eine kleine Mini-Route. Also ich hoffe, das ist nicht schlimm.
Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich euch alle Routen, also alle Haltestellen, die ich im Spiel finde, auch mindestens einmal anfahre. Versuche weiterhin auf eure Wünsche einzugehen, was ihr so Wünsche habt, welche Touren wir in Zukunft noch fahren sollen. Vielleicht auch hier mit kleineren Bussen oder wie auch immer. Oder auch mit welchem Bus wir mal fahren sollen, vorausgesetzt es ist einer aus dem Standardspiel, weil ihr kennt ja meine Meinung zu den überteuerten Bus-Packs. Aber wie der eine oder andere auch mitbekommen hat, bin ich momentan ein kleines bisschen enttäuscht von den Aufrufen, was hier den Fernbus-Simulator anbelangt. Es kann genauso gut sein. Ich zeige euch jetzt noch die Haltestellen, die ich gefunden habe. Und dann tue ich das Spiel auch vielleicht erstmal auf unbestimmte Zeit pausieren, bis wieder neue Inhalte dazukommen. Und mache dann erst mit euch weiter. Weil momentan habt ihr ja gar kein richtiges Interesse an Fernbus Flixbus Simulator. Zumindest habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, das, was ich gefunden habe im Spiel und euch noch nicht gezeigt habe, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht mache ich hier auch ganz einfach einen Dreiteiler draus, dass ich hier noch mit diesem Video noch drei Videos mache und dann immer so Kurzstrecken mache, um euch einfach die neuen Touren zu machen. Dann sind die Videos nicht zu lang. Vielleicht habt ihr dann auch ein bisschen mehr Interesse, diese Videos zu gucken, wenn die nicht ganz so lange gehen. Und wie gesagt, nachdem ich euch dann alles gezeigt habe, was ich euch bisher unwissentlich vorenthalten habe, schauen wir weiter, wie es läuft. Fällt mir gerade ein, ich hätte doch hier trotzdem den Ansager anmachen können, oder? Ne, das ist nur der Navigationsmonitor. Ne, hier gibt es keinen Ansager an dem kleinen Minibus. Und außerdem haben wir die Leute ja noch nicht abgeholt. Ich muss ja jetzt erst in Sinsheim Leute abholen, um dann die wenigen Kilometer nach Hoffenheim zu fahren. Weil wir sind ja wieder vom Depot aus gestartet. Da haben wir wenigstens ein bisschen Fahrerei, weil wenn wir direkt in Sinsheim ohne vom Depot aus gestartet werden, dann wären wir jetzt schon am Ziel. Und zu kurz wollte ich das Video dann auch wiederum nicht machen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch mal an einem etwas kürzeren Video. Ich gebe mir echt Mühe, reiße mir beide Arme aus, dass ich nach der Arbeit noch ein bisschen was für euch machen kann. Oder wie jetzt in dem Falle dann halt Wochenende. Wochenende immer die Community-Streams, die ja momentan sehr viel Bausimulator beinhaltet haben. Am Freitag, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, jetzt die Tage bei den Bausimulator-Streams. Am Freitag gibt es dann auch wieder eine Runde hier Truck und Logistik als Stream. Samstag dann wieder voraussichtlich den Bausimulator. Sonntag muss ich schauen, ob ich mal wieder live was machen kann oder nicht. Ja, und unter der Woche, ja sowieso, nach der Arbeit ist immer, ja, sind immer drei Fragezeichen. Ob ich zu müde bin oder ob ich noch ein bisschen Elan habe, noch ein bisschen live zu kommen. Das ist unter der Woche halt immer sehr, sehr spontan. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich hoffe, ihr habt da auch Verständnis für, weil der eine oder andere kennt das ja bei sich auch aus dem Real Life. Müssen wir da raus in das Lauwetter, na gut. Hallo. Hä?
Stand da nicht Hoffenheim? Habe ich mich jetzt verlesen? Ja gut. Shit happens, passiert halt. Mahlzeit, danke schön. Hallo, sehr freundlich. Hallo, danke schön. Mahlzeit, danke dir. Grüezi, danke. Salut, cool. Mahlzeit, vielen Dank. Ah, cool. Moin. Da stand da auch Hoffenheim. Oh, Verzeihung. Das ist gar nicht mein Bus. Mahlzeit, danke. Hä? Okay. Also jetzt weiß ich nicht, was ich bei den beiden genau falsch gemacht habe, ob ich jetzt einfach nur blind war, was hier für Maulwurf typisch wäre, oder was es war, weiß ich nicht, aber egal, komm, wir schließen die Tür jetzt hier so. So, unser kleiner Minibus ist halb gefüllt, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, auf nach Hoffenheim. Was ist nur die Route? Navigation, nur hier gibt es wirklich keinen Ansager, na dann. Machen wir noch das Fahrgastlicht an und dann würde ich sagen. Schauen wir mal die 14 Kilometer in Hoffenheim. Fährt der Mauer die ganze Zeit ohne Licht, ey. Das bei Nacht. Nee. Nacht und Regen ohne Licht, das geht ja mal gar nicht. Das wäre mal richtig schlimm hier. Dass die Fahrgäste sich nicht direkt beschwert haben beim Losfahren. War es schon mit der kleinen, aber feinen Tour. Da haben wir Hoffenheim freigeschaltet. Ja, ich weiß, ungültige Tickets eingesteckt, verkauft, warum auch immer. Was soll der Geiz? Ist passiert, notiert. Aber der Rest. Der Rest war soweit relativ gut. Ja, der Rest ist grün. So soll es sein. Na gut. Wisst ihr was? Das war's für diese kleine, aber feine Folge. Wenn sie euch denn dennoch gefallen hat, dann würde ich mich über Kommentare, Likes
Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch natürlich über ein Abo sehr freuen. Das hilft dem Kanal immer sehr weiter. Schaut auch sehr gerne in die Videobeschreibung rein, zwecks den Partnerkanälen. Und ja, ich werde mal zusehen, dass ich in den kommenden Tagen entweder noch eine etwas längere Folge mache mit den anderen drei Haltestellen, die ich noch entdeckt habe, oder nochmal zwei weitere Folgen mache und dann halt nochmal zwei Kurzfolgen mache. Ich hoffe, auch diese gefallen euch. Und damit bin ich erstmal raus. Peace, over and out. Euer Maulwurf. Habt noch eine angenehme Restwoche, wenn dieses Video für euch erschienen ist. Ciao, ciao.